die Scharen mit den Hufen und sind schon richtig heiß, eigentlich auch, dass es endlich losgeht. Bonjour aus Bordeaux. In diesem Stadion bestreitet Österreich morgen das erste EM-Spiel gegen die Ungarn. Kapitän Christian Fuchs kann trotzdem gut schlafen. Ja, ich kann gut schlafen, ja. Wir Spieler sind eigentlich Stresssituationen sehr gewohnt. Ich meine, jetzt wenn ich nur von mir ausgehe, ich habe in den letzten Wochen so viel erlebt, da ist natürlich das wieder was Besonderes, aber da wird man dann auch einiges gewohnt. Was Teamchef Marcel Koller und der Kapitän sonst noch zu sagen haben, sehen Sie jetzt. Ja, sind alle 23 Spieler fit. Wir haben gute Vorbereitung gehabt und ich denke, dass jetzt langsam Zeit wird, dass wir loslegen können. Es freuen sich alle und ja, wir hoffen, dass wir dann natürlich dementsprechend auch das zeigen können, was wir uns vornehmen. Schon allein, wenn man hierher kommt und man sieht ganz einfach das Stadion, wie es dementsprechend hergerichtet ist, dann kommen natürlich so Emotionen hoch, dass es endlich losgeht. Endlich sind wir da, endlich fängt das erste Spiel an und die ganze Vorbereitung, die wir bis jetzt gehabt haben, eben auf den Punkt hin, ist jetzt endlich vorbei und ja, das erste Spiel gegen Ungarn startet. Ich freue mich halt einfach auch ungemein, dass wir das zusammen geschafft haben, dass ich das als Trainer erleben darf, so ein großes Ereignis. Es ist ein sehr, sehr tolles Spiel, sehr wichtiges Spiel. Zunächst einmal ein wichtiges Spiel, weil es natürlich das Auftaktspiel ist zur Europameisterschaft, wo wir eigentlich über die letzten beiden Jahre uns hingearbeitet haben und dann auch letztendlich qualifiziert haben. Ja, ich bin eigentlich sehr locker, weil die Aufgabe des Trainers ist, in der Vorbereitung alles zu tun, alles zu vermitteln. Da habe ich jetzt ein halbes Jahr dran gearbeitet und ja, es geht mir gut. Ich denke, die Mannschaft ist gut vorbereitet. Ja, wir haben es heute schon gehört, dass, glaube ich, 10.000, 15.000 Fans am Weg sind. Es waren zuerst bei der Abfahrt vom Hotel schon einige vor dem Hotel. Also das hat mich natürlich auch sehr gefreut. Und klar, wir können jede Unterstützung gebrauchen in dem Turnier. Es ist ein langes Turnier. Das ist ein schweres Turnier natürlich mit den ersten drei Spielen. Und je mehr Österreicher da sind, desto besser für uns. Wir sind jedenfalls gespannt, wie sich das österreichische Team schlagen wird. Erich Elsigern aus Bordeaux.